Schließlich ist der Jüngste am Zug. Mit 4 Flügelschlägen in der Sekunde kann er auf fast 50 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Teamarbeit verdoppeln die Bussarde ihre Erfolgschancen. Die perfekte Jagdstrategie in einer Wüste, die viele Versteckmöglichkeiten bietet. Also, ich erkläre es jetzt nochmal kurz, weil ich habe mir gestern die Doku angeguckt. Ich fand die echt super. Ich wusste es vorher gar nicht. Das sind Wüstenbussarde von Arizona, wo die riesen Kakteen stehen, 8 bis 10 Meter hoch. Und zwar jagen die im Rudel, was für Greifvögel sehr ungewöhnlich ist, also für Raubvögel. Und zwar zwei oder drei von denen sitzen ganz oben auf der Spitze vom Kaktus oder von den Kakteen. Die beobachten. Und einer läuft, also der ist unten am Boden und jagt die Beute aus dem Versteck raus. Und koordiniert wird die Treibjagd ganz oben von der Mutter. Die fliegt dann immer umher, beobachtet alles. Und sobald die in der Sturzflug übergeht, wissen die anderen alle Bescheid, jetzt geht's los. Treibjagd ist eröffnet und dann hat, ihr habt es gesehen, der Hase oder die Beute leider keine Chance mehr. Ich fand es total faszinierend, die Doku, und kann euch nur empfehlen, schaut euch lieber sowas an, Dokus, als diesen komischen Eurovision Song Contest, der ja sowieso wieder rein politisch motiviert war. Ich habe mir den gar nicht angeguckt, es reicht einem schon völlig aus, wenn man es in der Nachricht ein bisschen mitkriegt, wie es gelaufen ist. Das hat mit Musik und Single gar nichts mehr zu tun, wenn er mich fragt. Deswegen guckt euch lieber Dokus an. Kann ich nur empfehlen. Euer Erklärbär. Tschüss.